lohnt sich nicht. Ich kann nicht mal den Schlüssel benutzen, oder was? Ja, nee, den Schlüssel ist ja für den Weinkeller. Ach so. Ja gut, wo geht's denn wieder zurück hier? Nee, da nicht. Hat doch bestimmt. Nee, da gibt es doch einen großen Raum, oder? Ja, aber da kam ja ein Geräusch. Nee, da kannst du... Ah, da hinten, guck, rechts. Okay, okay. Guck mal hinter dich. Nein, danke. Haben wir die Schubladen hier aufgemacht? Ja. Links. Ja. Yeah. Da. Ui. Eine Handvoll Sand rieselt von der brückenden Steindecke. Hutkrempe nach unten. Hm. Also doch in Indiana Jones. Nee. Bla bla. Wow. Das ist... Josh. Entschuldige mal, ne? Sonst geht's aber noch, Kollege. Junge, also da bin ich jetzt gerade echt zusammengezuckt, muss ich sagen. Es ist gut, dass man auch die Erfahrung macht, dass man gehittet werden kann. Mhm. Da geht's noch nicht runter. Wir haben jetzt bloß einen Schlüssel für den Weinkeller. Oh. Na, was denn? Geht's noch nicht rein. Herr Kollege, mach mal auf. Also müssen wir doch in den bösen. Rechts ging es in den Weinkeller. Achso, da wollte ich nicht rein. Wolltest. Ja, genau, da wollte ich nicht rein. Da haben wir jetzt den Schlüssel geholt, links. Na, perfektes Timing. Dumm. Also übernimmst du, Kollege. Ohne Lampenöl. Schlüssel verwenden. Ja, okay. Mal links. Das darfst du diesmal durch einen Weinkeller durch. Ja, ist doch gut. Ich hab's kapiert. Du spielst jetzt irgendwie mit weniger Ehrfurcht. Nee, ich glaube, das ist doch die richtige Weise, sonst kackst du hier böse ins Hemd. Okay, vielleicht gibt's hier was. Extremst hell, was? Hm. Versteck dich im Dunkeln, lösch. Was? Falls ein Feind in der Nähe ist, lass dich nicht von ihm sehen und versteck dich im Dunkeln, lösch möglich die Laterne. Okay. Krass. Du gehst halt da hin und her, ey, ohne Furcht, ey. Junge. Ja, ich suche hier irgendwas, damit ich mal hier... Dein armes Lampenöl, sag ich mal. Ja, eben. Also ich suche halt. Ich höre hinter dir was. Was hat er gesagt? Versteck dich in der Ecke? Er versteckt dich im Dunkeln. Ist das ein Gesicht? Keine Ahnung, guck nach links. Wieso denn? Wo kommt? Hm? Ich glaube, er ist weg. Da. Der steht hier rechts. Oder? Bestimmt. Mit meinem Glück taucht er gleich vor mir auf. Oder? Da ist doch gar keiner. Da ist er. Oder ist es ein Fass? Versteck dich im Schrank. Wo ist dein Schrank, bitte? Hinter dir, da ist ein Schrank. Genau da, links. Guck mal nach links. Links, weiter da. Guck mal. Was soll ich los? Bin ich im Licht? Vielleicht siehst du den auch nur, wenn du die Laterne an hast, praktisch. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist schon wirklich hier.
Da ist ein Zunderpfad. Da Bix. Da rein, oder? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das ist mir viel zu stier. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Na. Ich höre was. Ja. Also ich muss schon sagen, dass das Spiel hat unglaublich... Soll ich nicht da oben schon Zunderbox. Oh. Also pass auf, wir haben ja irgendwo abgespeichert. Also praktisch kann ja irgendwie nichts passieren, oder? Ja, wenn der dich kriegt, ist tot. Das weißt du doch gar nicht. Doch. Das habe ich in Vorschau gesehen. Ja. Ja. Ich habe mir vor langer, langer Zeit mal so ein... Das soll ich mal nicht so vorstellen. Unter dir liegt was. Ich voll Idiot. Ach du Scheiße. Warte mal, ist dein körperlicher Zustand jetzt irgendwie im Arsch? Kopf dröhnt und die Hände zittern. Und deine Lampe ist auch nicht mehr viel Öl drin. Ja, gut, das ist ja nicht so schlimm. Sollte man nachfüllen? Medizinisch ausgestattete körperlichen Zustand und Wunden zu heilen, soll man mal machen. Ja, würde ich sagen. Und es ist gut. Ein Glas Zinkerz, ein Glas Opiment. Aber ich habe nichts zum geistigen Zustand. Mhm. Was ist das? Ein Hammer. Da liegt ein Zunderbuchs. Nehme ich nur für dich. Kann ich mal Licht anmachen? Ich weiß nicht. Du hast Angst vor dem Typ, oder? Ha! Ja, das ist hier eine Zunderbox. Grube. Ja, und jetzt? Ah, du hast. Ah. Guck mal auf Top, wie viel Öl du jetzt hast. Ja. Wow. Aha, Kollege. Weißt du, was los ist? Oh, ich glaube, du musst jetzt. Genau. Ja, ist klar, ne? Klar, natürlich. Den Stein auch schmeißen, ne? Ja, das wäre ein bisschen... Könnte ich Steine auch links in die Ecke schieben. Bitte. Alter. Ich muss irgendwo das Licht anmachen, sonst geht er kaputt, der ja, Kollege. Dann ich glaube, wenn du Licht hast, dann verbessert sich der Zustand. Ja, geistiger Zustand oder dann besser. Könnt ihr auf Tab mal nachschauen. Punkt, 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 Punkt. Ja, das weiß ich ja. Ja. Der Kollege ist ja richtig krass unterwegs. Oh Gott. Glaubst du, da kommt ein Gegner? Ich weiß nicht. Ich gehe wieder. Oh, das können wir auch nicht bringen. Ja, geistiger Zustand? Okay, das ist wieder vorher. Bedenken da ist nicht viel. Guck mal hier, links. Siehst du die? Ja. Wir waren hier drin, ne? Da wo das ganze Gedöns ist. Hier waren wir auch drin. Beim Öl waren wir, bei dem Weinkeller waren wir. Was weiß ich. Frag ich mal. Ja, der Kollege ist verschwunden, ne? Also hier mache ich auf jeden Fall mal das Licht an. Das ist mir hier. Naja. Mhm. Glaubst du, hier ist... Ich glaube, das ist bloß... Gedöns. Gedönse.
Hier das Licht anmachen. Mhm. Guck mal. Was ist das? Ein Hammer. Ach so. Ja gut. Gibt's hier drin wohl nichts, warum ist die Tür zugegangen? Aber wir müssen die ganzen Materialien für die. Für die Alchemie da, weißt du? Ich hab doch einiges gefunden. Ganz Chemikalien. Ja, aber ich glaube nicht, dass das alles war. Schauen wir noch. Ob wir noch irgendwas. Mehr im Weinkeller gibt praktisch. Ja, ob wir irgendwas vergessen haben. Hinter dem Ding waren wir. Schauen wir mal. Da waren wir drin. Was ist hier? Da tropft's rot von der Decke. Oh, das ist nicht so toll. Punkt, Punkt, Punkt. Mach halt mal Licht hier an. Ach du. Heilige. Ja. Ah, das ist ja nur Wein. Dann bin ich blöd, das knallt ja richtig. Mach lieber die Tür zu. Licht an? Ja. Sicher? Ja. Dann fühlt er sich gleich vielleicht besser. Oh nein. Oh, jetzt fühle ich mich nicht gut. My God, Wilhelm. Except we're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit, let us out of here. Was ist da vor dir? Ein Körperteil oder sowas. Ja. Kiste, das sieht aus wie ein Hirn oder so. Das ist eine Lunge, Alter. Da knarkst es aber ganz schön. Ja, da läuft jemand. Ja, mal hier die Wix. Okay. Meine Kollegen hat's. Ich verstehe nicht, warum ich hier nichts greifen kann, obwohl da so ein Ding kommt. Tja, mach lieber mal. Licht an? Ja. Ja, gleich. Willst du lieber Zunderwüchse oder? Halb. Weil wir haben eigentlich voll viel Lampenöl. Königswasser. Gut, blau ist gut. Mein Name ist hier. Aha. Also, so wie ich das verstehe. Brennburg beordert, wie die meisten Aristokraten, war ich zu neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens von mir wollte und nahm eine Einladung an. Der Baron war freundlich, machte mir einen Vorschlag, es dämmerte mir. Es war ein Wunsch, ich muss den Vertrag anhalten, dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheit und nicht wegen meines ehrenhaften Handels Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann immer es mir befahl, ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er mir ein sehr gutes Wort am Königshof für mich einlegen, was in meiner Position in der adligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass meine Entscheidung nicht leicht fiel, aber schließlich habe ich den Rücksichtslos an. Meine Damen, aber dass ich meiner Frau und Kinder auf Schloss Brennburg kann ich nicht allen nennen, aber es waren viele, sogar 100. Oh, wenn ihr das gesehen habt, gehört heute Abend Blut der Baron. Ich war etwas misstrauisch, als sie die Treppe hinabstiegen. Aber er hat der Wein schmeckte gut, wir tranken. Und so beginnt die Strafe und die Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Bitte, lass dich genau überschauen. Ihre Haut wurde von ihren eigenen Gewassen durchbohrt. Ich fühlte mich. Blut fehlt aus meinen Augen und ich kann nicht länger. Ja. Also der Baron hier der ist schon wichtiger. College. Aha. Aha, Klingelbeutel. Gibst du Geld? Also in der katholischen Kirche gibt es die Klingelbeutel. Gibt es die in der evangelischen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht. Das ist eine zum Spenden. Sehr gute Frage. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, aber ohne Witz. Ob es den Klingelspendenbeutel. Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Mal ganz ehrlich. Bin mir noch nicht sicher. Ja, du musst ja auch nicht. Ja, hier drin waren wir ja schon. Kollege.
Ja, und im Endeffekt bei dir. Ich war doch in jeder Tür schon drin, zu 100.000%. Nee, die ist auf dieser. Aber die war ja abgeschlossen. Vielleicht auch nicht. Scheiße. Doch, hier war ich doch auch drin. Ja. Hier war ich als erstes drin. Da habe ich doch meinen Kollegen da hinten gesehen. Wo ist der eigentlich? Der alte Sackschwitzer. Naja, guck mal, die habe ich übersehen. Gut, dass ich da mal vorbeikomme. Es ist nur für dich so viele Zunderbüchse. Die schönen Zunderbüchse. Ja gut, dann würde ich sagen. Nee, hier gibt's echt sonst nichts. Ja, und hier wurde ich dann eingesperrt. Also, wenn ich mal hier was sehen würde. Hallo? Servus? Nö. Wir müssen vielleicht dem Blut folgen. Das wäre vielleicht gar nicht so eine doofe Idee gewesen. Hä? Geheimgang? Fragezeichen? Licht an? Fragezeichen? Ja, mach mal euer Licht an. Oh, okay. Dann können wir hier ohne Licht rumrennen. Boah. Toll. Das macht es immer so hell, gell? Es ist also, glaube ich, die Zunderbüchsen sind voll für den Arsch. Nee, ich war jetzt überall. Aber wir haben auch nichts gefunden, dass mir weiterkommen. Meinst? Doch, wir haben ja zwei Sachen gefunden. Ja, doch, zwei Sachen haben wir gefunden. Ja. Aber ich weiß ja nicht, ob das schon reicht, ob mir dann irgendwie... Ja, das ist halt dann die Frage. Aber es geht ja nirgendwo anders mehr hin. Richtig. Guck mal, da wird's rot. Jetzt hämmert's auch irgendwo. Ja gut, dann lass uns wieder hochgehen, würde ich sagen. Ja, oder? Bist sicher? Ja, Ich was übersehen habe und dann ist die Kacke wieder am Dampfen. Das kann gar nicht sein. Bis auf die eine Blutspur, was da unten war, was an dem Regal endet, was eventuell ein Geheimgang sein könnte, ja, ist mir jetzt so nichts aufgefallen. Ja, jetzt nichts irgendwie, dass man da was drücken könnte oder so. Ich meine, das drücken die Eingangshalle vielleicht. Die Jute, Eingangshalle. Die Jute. Böse. Böse Jute. Jetzt wirklich relativ verwirrt von eigentlich, wo war der Kollege, wo rumgelaufen ist. Ja, okay, das war doch richtig. Renn hier raus. Aua, er hat mir voll die Schelle mitgegeben, ey. Scheiße, du. Ich bin sogar aus dem falschen Eingang raus. Also nee, das war schon richtig. Vielleicht können wir jetzt da unten... Weiter? Weiter. Ja, also praktisch, wenn der Gang so zumodert, müsst's ja... Was ist denn... Dahin war die Tür auch zu. Wo ging es denn dahin? Da kamen wir doch her. Ja. Ja, altes Archiv, da kamen wir her. Geh mal rechts, geh mal hoch. Ja. Ich hab da noch einen Plan. Ein Plan hab ich noch. Ding. Vielleicht. Jetzt gehen wir hier rechts quer rein. Mal rechts. Achso, okay. Ganz toll. Brühe. Ja, ohne Zunderkerze. Immerhin. Zunderbüchse. Vielleicht sollten wir nochmal in das. Ins. In die Archive wieder rein? In die Labore. Okay. Oder? Ich hab keine Ahnung, ist hier oben noch irgendwas? Nee. Halt! Schau mal nach rechts. Da links. Ach. Guck, Tatsache. Du hast eine Zunderbüchse gefunden. Ja, aber sonst nichts. Ja. Was ist mit der Tür da? Die ist aus wie zugenagelt. Schade. Ich kann es nicht anzünden. Achso, da können wir jetzt auch nicht mehr lang, oder? Gar nicht. Oder doch, man kann schon, aber ich denke mal, dass das heißt, dass das vorbei ist. Also, weiß ich nicht. Hier ist doch alles voll ekelhaft. Ja, das war. Außer der Weinkeller, der ist nicht so, oder doch, das ist doch gerade passiert. Ich ist gerade passiert, wo man aus dem Weinkeller kommt. Also hat man den Weinkeller fertig. Ja, jetzt kann ich auch wieder nach hinten gehen, toll. Ja, danke fürs Gespräch. Vielleicht. Ja, aber wir müssen ja irgendwas. In den Laboren hat es ja geheißen, wir müssen irgendwelche Chemikalien finden. Ja, jetzt haben wir ja Zink. Wir haben doch alle jeden Raum durchgemacht. Ja.